sehr aufmerksam. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir haben ein reichhaltiges Programm. Bitte sparen Sie sich Ihren Beifall für die Pointen, die wir im Laufe des Abends für Sie neckisch versteckt haben. Es ist jetzt offiziell, unsere fabelhafte Bundeswehr stellt 3.900 Soldaten bereit. Sie haben das mitbekommen. Sie werden zunächst mal bereitgestellt. Es ist noch nicht klar, wo sie eingesetzt werden. Ja? Vermutlich unterstützen Sie unsere Nationalmannschaft am Samstag in der Ukraine. Unser Kanzler heißt wie? Schröder. Schröder, können Sie doch mal merken, oder? Gerhard Gerd, der Macher Schröder. Er hat es nicht einfach. Heute schon wieder Probeabstimmungen. 15 Grüne wollen schon wieder nicht dafür stimmen. Die Kanzlermehrheit sind 16 Stimmen. Zwei in der SPD haben wohl auch keine Lust mehr auf einen neuen Wahlkreis. Und jetzt müssen Einzelgespräche stattfinden. Aber er kriegt breite Unterstützung von wem? Von der CDU. Und wenn das so weitergeht, dann wird Schröder noch der neue Kanzlerkandidat der CDU. Ja, weil man weiß, was man an diesem Mann hat. Und unsere amerikanischen, unsere uneingeschränkt solidarischen Freunde aus Amerika haben diese Soldaten angefordert. Und das ist neu, weil normalerweise, wenn Amerikaner deutsche Soldaten angefordert haben, ja, kriegten sie eine SS-Uniform und dann hieß es, Action! Hey, du Schwein, komm raus hier. Wo laufen eigentlich diese Serien? Habe ich immer gerne gesehen, Colditz und sowas. Als ich mal Austauschschüler war in England, Colditz. Hey, du Schwein, komm raus hier. Unsere Wehrmacht. In der Darstellung unserer amerikanischen Freunde. Also. Ein vereinzelter Film, also, nicht beschweren. Ja. Dann, technisch ist unsere Bundeswehr auf welchem Niveau? Ganz oben! Lass ich da nichts einreden. Unser Spürpanzer Fuchs muss jetzt in diese Einsatzgebiete, können wir sehr stolz sein. Und dieser Spürpanzer Fuchs, der ist so toll, ja, der erkennt atomare, biologische und chemische Kampfstoffe. Biologische Kampfstoffe? Merkt er alles automatisch. Chemische Kampfstoffe, man muss Angst haben, dass er aus Versehen gleich in die Douglas-Parfümerie fährt. Natürlich für unsere Jungs auch hart. 3.900 Mann. Auf der anderen Seite sage ich mir, wer bisher vielleicht in Orten wie Schwanenwede, Fürstenau, Hammelburg stationiert war. Vielleicht hat er ein bisschen Sehnsucht nach Afghanistan. Helmut Zellert and the Heavy Rotations! Heute Abend ein Gast, meine Damen und Herren, aus der absoluten A-Kategorie. Absolut. Erst zum zweiten Mal bei uns. Der Mann hat anderes zu tun, als in Talkshows zu sitzen. Ein Kunstwerk im Grunde schon in eigener Person. Modeguru, Modeschöpfer, kreativ, Provokateur, enfant terrible. Sieht fantastisch aus. Ich habe ihn gerade begrüßt. Kam. Sieht fantastisch aus. Gestern Abend neue Dimension für ihn. Filmschauspielerpremiere. Der Film heißt Suck My Dick. Was auf Deutsch so viel heißt wie Erwin, mach mir noch einen Pilz. Suck my dick. Heute Abend bei uns, meine Damen und Herren, Wolfgang Job. Das ist der Soundtrack zu diesem Film und hier sehen Sie auf Track Nummer 13, ja, da ist so eine Art Rap oder Sprechgesang von Wolfgang Huppe. Ich werde nachher fragen. Sieht unglaublich gut aus. Bis 10 Uhr morgens hat er heute Premiere gefeiert. Stell dir vor. So lange? Ja, die ganze Nacht durch und mich können Sie in die Wäschetrommel stecken hinterher. Er, pow, so eine Power. Und ich bin sehr gespannt, weil er kriegt unglaublich böse Prüfe. Man glaubt es nicht. Ja. Es gibt Menschen, die schreiben ihm, sind geliftet.
No. Er wird das nachher alles hier klarstellen. Das hier, dazu kommen wir gleich. Das sage ich gleich mal, um es spannend zu machen, dass wir dazu gleich kommen. Ja? Susanna, unsere großartige Kollegin, war beim Workout mit diesem Womanizer hier. Es war ein Honeymoon in Hilden. War es doch, oder? Ja. Aber wir werden, ich will nicht zu viel verraten, aber sagen, vom Feinsten da, wow, wow, wow. Das hat man selten, dass es so von Anfang an gleich klappt. Aber zunächst, gestern lief mir die Zeit etwas davon, Polaroid. Diese großartige Firma hat ein bisschen Trouble und wir unterstützen sie, weil wir sagen, diese schöne Firma darf nicht kaputt gehen. Und ich mache jetzt mal ein Foto von mir, weil ich finde, jeder, der pro Tag ein Foto macht, ihr könnt das, macht doch mal dunkel, oder? Das sieht geil aus, wie es dann blitzt. Mach mal dunkel. Ah, warte mal, das war der falsche Knopf. Mach mal ein bisschen hell. Welcher Knopf ist das? Das ist wieder eine andere Kamera. Ah, hier. Jetzt hab ich's. Jetzt könnt ihr wieder dunkel machen. Sah das geil aus? Naja, geht. No. Ich habe es gestern Herrn Andrak, der hier morgen Abend der Hillige Zintemätes singen wird, den großen Kölschen, aussehender Kölschduff. Das ist das große Kölsche St. Martinslied. Ganz genau. Es ist die Zeit der Umzüge. Und Herr Andrak hat immer noch gewedelt mit diesem Foto in der Annahme, man müsste wedeln, man kann es ruhig halten. Man kann es ruhig halten und dann kommt es von alleine. Was ist das jetzt eigentlich überall mit diesen ganzen Firmenfusionen dauernd, was ich heute lese? Heute gab es auch schon wieder eine riesige Medienfusion in Deutschland. Und zwar die Brainpool AG, die wir gut kennen, weil sie 2,5 Jahre lang unsere Show hier sehr erfolgreich produziert hat, ist jetzt zusammengegangen mit Viva. Die sind nicht zusammengegangen, Viva hat Brainpool geschluckt. Wie geschluckt? Ja, Takeover, Übernahme, schlucken. Nein. Sie haben gemeinsame, sie legen ihre Geschäftsfelder zusammen. Das ist, Viva hat, wer eine Brainpool-Aktie hat, kann, jetzt ist mein Bild gleich fertig. Wer eine Brainpool-Aktie hat, für 2,14 Brainpool-Aktien kriegst du eine Viva-Aktie. Genau. Und Viva hat 65% am Brainpool übernommen, um die gesamte Wertschöpfungskette und so weiter jetzt noch effektiver. Es ist der größte Young Dynamic Event Konzern Europas dadurch entstanden. Und es sind ja auch diese ganzen Firmen, die da noch mit dran hängen. Hasen-TV. Hasen-TV und Ladykracher-TV. Metzgerei-Rab-TV. Das ist alles jetzt in diesem Konzern mit drin. Das hier, das ist das Foto. Das ist gut geworden, finde ich. Suck my dick. Deinen, könnte ein Filmplakat sein, bitte? Deinen, oder was? Das ist ja unglaublich. Du hast doch gerade gesagt, zack. Auf welches Niveau bist du gesunken? Was warst du für ein adretter junger Mann, als du hier angefangen hast? Ja? Und jetzt wirklich nur noch, ich höre nur noch, morgen singe ich, der Hillige Sintemätes, kann ich Mikro haben, ja? Perücke, Bart kleben, alles. Ja, eines Tages werden wir auch geschluckt werden von einer Firma und du wirst dich wieder nicht interessieren und du wirst deine Aktien umtauschen und so und dann hast du doppelt so viele Aktien für den halben Wert im Keller wie vorher und dann ist das große Heulen da, weil dich alles nicht interessiert, diese ganze Medienbranche. Das ist ein harter Beruf, das ist kein Zuckerschlecken, das ist kein warmes Bad, in das man hineinsteigt. Aber ich darf mich nicht aufregen, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Das hier. Diese Kamera hat so viele sensationelle Fotos gemacht im Laufe der Weltgeschichte, meine Damen und Herren. Wir möchten Ihnen nur mal die wichtigsten noch mal zeigen. Die Polaroid. Nicht nur eine simple Kamera, vielmehr ein genialer Protokollant der Zeitgeschichte. Was die wenigsten wissen, schon die alten Römer benutzten die Polaroid, wie diese schönen Schnappschüsse von Caesar und Kleopatra beweisen. Und auch auf der Titanic ließ es sich ein pfiffiger Passagier nicht nehmen, noch schnell ein schönes Foto vom steindoofen Kapitän zu machen. Die Polaroid war immer dabei. Die einzige Aufnahme von Adolf Hitler als Neugeborenen. Selbstverständlich ein Polaroid. Und ohne die tolle Instant-Kamera wüssten wir heute nicht, dass der Führer in seiner Freizeit liebend gern auf Tuntenbälle ging.
Wer hätte überdies gedacht, dass sich Lee Harvey Oswald vor dem Kennedy-Attentat in derart prächtiger Stimmung am Fenster des Schulbuchhauses präsentierte? Selbst über das zu Unrecht gegebene Wembley-Schandtor von 66 hätte man sich nicht so aufregen müssen. Das vor Anpfiff geschossene Polaroid des russischen Linienrichters hätte doch einiges erklärt. Immer wieder fragen wir uns, was Neil Armstrong wirklich auf den Mond getrieben hat. Die Antwort liefert natürlich ein Polaroid. Bei Bill Clinton schließt sich der Kreis. Seine persönlichen Erinnerungspolaroids von Monica Lewinsky gehören zu den schönsten Schnappschüssen der Weltgeschichte. Danke, tapfere Polaroid. Du darfst nicht sterben. Wolfgang Job, heute Abend unser Gast, hatte gestern Abend Filmpremiere mit dem Film Suck My Dick. Mhm. Und ich bin sehr gespannt. Er spielt einen Psychiater in diesem Film. Unsere Bundeswehr, das muss man ja immer wieder sagen, die Soldaten sind ja noch nicht im Einsatz. Sie sind bereitgestellt. Sie können abberufen werden. Aber viele sagen, warum haben unsere amerikanischen Freunde eigentlich genau 3.900 unserer Jungs angefordert? Und wir sind sehr stolz, dass wir die wahren Gründe präsentieren können. Wir haben lange die Ersatzbank gedrückt. Ein NATO-Bündnisfall ist kein Wunschkonzert. Ab jetzt aber können unsere Jungs auch auf dem Platz zeigen, was sie drauf haben. Warum George Bush uns in letzter Minute eingewechselt hat, liegt auf der Hand. Erstens, wir haben ihn. Wir haben Werner Klößke, den Supersoldaten. Zusammen mit seinem Rüden Sultan bildet er ein Spezialkommando, das sich gewaschen hat. Allein die Ankündigung, Klößke kommt, wird die Terroristenbrut erzittern lassen. Zweitens, die Technik, sich so geschickt hinter einem Fahrzeug zu verstecken, beherrschen ausschließlich Soldaten der Bundeswehr. Für den Feind sind diese Männer kaum auszumachen. Drittens, unsere tödlichen Bundeswehrkapellen. Sie sind effizient, sie sind gnadenlos, sie spielen jeden Gegner zuverlässig um den Verstand. Viertens, unser Kantinenfraß. Soldaten, die das hier überleben, sind quasi unzerstörbar. Deshalb gilt, die Bundeswehr spielt da, wo der Trainer sie hinstellt. Für George Bush zum Hindukusch. Auf geht's, Burm. Das Beste, der Song zum Bundeswehreinsatz ist ab sofort in den Läden erhältlich. So, es hat amerikanisches Format. Es kommt dran an diesen Song, I'm proud to be an American. Es kommt dran musikalisch an diesen Song, I'm proud to be an American. Ja, 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 sehr, sehr gut. Mein Lieblingssong eigentlich der letzten Wochen in den USA. Wir hatten vor einigen Wochen einen Aufruf gestartet, welcher junge Mann möchte ein Workout mit unserer reizenden Kollegin Susanna durchführen. Es haben sich Tausende beworben, aber Susanna hat, und ich glaube, das kann man verstehen, instinktiv den richtigen erwischt, nämlich den süßen Stefan. Es ist Stefan und er ist verspielt, aber männlich. Mhm. Er liebt Tiere, aber der Parker zeigt, er geht auch gerne in die Natur. Mit anderen Worten, das ist ein Typ, der im Grunde weiß, was Frauen wünschen. Und man kann sagen, du warst nicht enttäuscht, oder? Ach, ich muss jetzt mal ein bisschen für ihn in die Bresche springen. Der ist eigentlich sehr nett und lieb. Ja. Ich meine, er war einfach sehr zurückhaltend. Aber das ansonsten, ist er war aber eigentlich das Schöne, oder? Bitte? Das ist doch das Schöne. Also, wenn er sagt, hey, ich habe zwei Karten hier für Suck My Dick oder also, so. Ich finde, in der ersten Begegnung, es muss sich ja entwickeln. Ich glaube, er war mit mir einfach überfordert. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, meine Damen und Herren, wenn Sie unseren Bericht jetzt sehen werden, dann merken Sie, es hat geknistert zwischen den beiden. Das ist keine Sache für die Oberfläche, sondern da ist eine zarte Pflanze dabei zu knospen. Wir waren vom Moment, als die Saat in die Furche fiel, mit dabei. Workout mit Susanna! Und einem duften Kandidaten. Dies ist der Kandidat. Er hat extra Blumen besorgt. Dies ist Susanna. Sie wartet auf den Kandidaten. Das sind wirklich ganz tolle Blümchen, die der Kandidat da hat. Da wird sich die Susanna aber riesig freuen. Nur noch wenige Schritte, dann kommt es zu einer spontanen Begrüßung vor dem Sportpark in Hilden. Die spontane Begrüßung. Hallo Stefan. Hallo Susanna. Hallo. Oh. Das ist aber süß mit den Blümchen. Schön. Du glaubst, es wird dir Spaß machen. Wir stehen hier vor dem Sportpark in Hilden und neben mir, das ist Stefan. Stefan, das ist der, den wir ausgesucht haben anhand dieser Bewerbung. Der soll gleich mit mir Workout machen. Stefan, hast du schon mal Sport gemacht? Ja, Spontane Begrüßung, die zweite. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Ah, oh, sind die für mich? Ja. Hallo. Das ist aber lieb, danke schön. Wir stehen hier vor dem Sportpark in Hilden und neben mir, das ist Stefan. Stefan, das ist der, den wir ausgesucht haben unter 4 Millionen Bewerbern anhand dieser Bewerbung. Stefan, ich muss dir erstmal ein paar Fragen stellen. Machst du viel Sport in deiner Freizeit? Ja, sehr viel. Sport ist mein zweiter Vorname.
Hört, hört. Ach, scheiße. Spontane Begrüßung, die dritte. Hallo, Stefan. Das ist aber lieb. Sind die für mich? Klar. Dankeschön. Wir stehen hier vor dem Sportpark in Hilden und das hier neben mir, das ist Stefan. Stefan haben wir unter 4 Millionen Bewerbern ausgesucht anhand dieser Bewerbung. Und er soll gleich mit mir Workout machen. Stefan, machst du viel Sport in deiner Freizeit? Warum hast du dich beworben? Ach, scheiße, können wir das nicht dahinter machen? Scheiße, scheiße, scheiße. Spontane Begrüßung, die vierte. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Sind die für mich? Das ist aber lieb, danke schön. Wir stehen hier vor dem Sportpark in Hilden und das hier neben mir, das ist Stefan. Stefan haben wir ausgesucht unter 4 Millionen Bewerbern anhand dieser Bewerbung. Stefan, warum bewirbt man sich auf so eine Aktion? Ja, mit so einer attraktiven Dame wie dir einmal schwitzen zu dürfen. Verstehe. Und machst du viel Sport in der Freizeit? Ja, sehr viel. Sport ist mein zweiter Vorname. Fassen wir kurz zusammen. Susanne und Stefan stehen vor dem Sportpark in Hilden. Stefans zweiter Vorname ist Sport und er will mal mit einer attraktiven Dame schwitzen. Jetzt aber zügig weiter mit dem nächsten Programmpunkt im Rahmen unserer Aktion Workout mit Susanna und einem duften Kandidaten. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis die Workout-Stunde beginnt. Außerdem werden wir uns beraten lassen, was man am besten trinkt vor und während eines Trainings, denn wir wollen ja ganz besonders fit sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich an der Bar wieder. Komm. Okay. Können wir das nochmal machen? Das kommt war scheiße. Oh, so. Keine 14 Versuche später war die Sache dann im Kasten. Und weiter geht's mit einer entspannten Plauderei an der Bar im Sportpark in Hilden. So, wir stehen hier mittlerweile an der Bar, sind schon umgezogen. Und weil wir natürlich ganz besonders fit sein wollen, würde ich sagen, fangen wir nochmal an. Entspannte Plauderei, die zweite. So, wir sind hier mittlerweile an der Bar angekommen und umgezogen. Gleich, ach scheiße, mach es nochmal bitte. Entspannte Plauderei, die dritte. Wir sind mittlerweile... Gleich nochmal, ohne Klappe. Mittlerweile stehen wir hier an der Bar. Super, irre, schrill, der pure Wahnsinn. Da stehen die zwei an der Bar und plaudern ganz entspannt. Doch Großes kündigt sich an, denn hier kommt... Christopher! Ah, da kommt Christopher. Christopher. Hallo Susanne. Hallo. Das ist ein Trainer hier aus dem Sportpark und wir wollen gleich ganz besonders fit sein beim Workout. Was empfiehlst du uns da vorher zu trinken und während des Trainings zu trinken? Also man sollte vorher nicht allzu viel trinken. Während des Trainings empfehle ich Flüssigkeiten wie Wasser. Fantastisch, der Profi-Fitness-Tipp von Workout-Trainer Christopher. Wasser. Doch genug des Vorgeplänkels. Jetzt wird's ernst im Rahmen unserer Aktion Workout mit Susanna und einem duften Kandidaten. Das hat Spaß gemacht. Auch für den Kandidaten ein unvergessliches Erlebnis. Doch jetzt heißt es Abschied nehmen. So, das war jetzt also die Workout-Stunde mit mir. Unsere Muskeln sind jetzt gestellt und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Und wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle. Tschüss. Komm, mach winke, winke. Tschüss. Ich glaube, wir müssen jetzt einen Krankenwagen bestellen. Ich habe gerade total, ein total steifes Gesicht. Können wir das nochmal machen? Sehr schön. Und es war? Das war. Habt ihr euch noch mal gesehen seither? Habt ihr euch noch mal gesehen? Nein, wir haben uns nur gemailt. Gemailt? Ja, ich wollte ihm eigentlich noch ein Abendessen anbieten, weil er mir echt leid tat. Aber wieso? Weil wir da ziemlich lang gedreht haben, wie man hier erkennen konnte. Und er musste dann aber abends noch mit dem Wagen nach Basel zurück, glaube ich. Er ist also die ganze Nacht durchgefahren und dann habe ich ihn... Gut, aber vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht kann er auch mal hier in die Show kommen. Sich also, mal die Show angucken und, oder? Er kommt am 21.12. hier ins Publikum. Ah, supi. Ja, das schreibt ihr das mal Show, auf. Bitte? Ist das die letzte Show vor Weihnachten? Absolut. Ja, schreibt ihr das bitte auf. 21. Stefan in Show. Und dann können wir auch Hallo sagen. Ja. Und dann könnt ihr hinterher essen gehen. Schick. Candlelight Dinner. Da habe ich schon was vor.
Wie, da lässt du ihn von Basel hierher kommen und nein, dann... Nein, nein, das habe ich nicht organisiert. Er wollte von alleine kommen. Ach so, also, am 21. ist da schon was vor? Ja. Kannst du nicht verschieben? Vielleicht bin ich sogar schon in Urlaub oder so. Ja? Wo nein. denn? Nein, ich bin einfach nicht da, fertig. Ja, du willst dich aber drücken. Ja, du komm, kannst ja das mit kannst dem du verschieben. Geh du doch mit dem Essen. Nein, aber es ist mir... Er kommt ja deinetwegen. Jetzt kannst du auch verschieben den Termin, oder? Ja, aber ich sei doch nicht so. Irgendwo fängt das fies von Susanna. Okay. Oder? Das kannst du wirklich verschieben. Okay, bezahlst du das Abendessen? Ich bezahle das dann Abendessen. Dann nehme ich noch 20 Freunde mit und ich nein, das ihr beide Restaurant Candlelight Dinner und ihr kriegt die Präsidentensuite in einem Kölner Top-Hotel. Unglaublich. Ja, mal sehen. Ja? Und die Kamera ist ganz diskret. Zack, mein Deck heißt der Film und mein Gast heute Abend spielt einen Psychiater in diesem Film. Ich freue mich sehr, dass er bei uns zu Gast ist. Er war 5 Jahre lang nicht hier, aber er hat wahrlich anderes zu tun. Herzlich willkommen, Wolfgang Job! Alles perfekt, alles glänzend, oder? Die Unperfektion. Das muss man erreichen. Das ist perfektionieren. Es. Aber ich habe ein kleines Geschenk mitgebracht. Auch zum Thema Unperfektion ist es nämlich schon vergriffen. Also ich mache keine Schleichwerbung. Ah, fantastisch. Ein kleines Buch. Das wäre das ultimate Adventsgeschenk. Das kleine Herz für Harald. Harald, ich liebe dich. Oh. Ja. Puh, wenn das Helmut Berger hört. Ja, eben. Der hat mir auch schon hinter die Wand vollgeschrieben. Wie geht's? Wie lange ging die Premierenfeier gestern Abend? Also für mich jedenfalls hat sie gegen 10 Uhr morgens geendet. Und es war ja für die anderen Leute eine Premierenfeier vor dem Film. Ja. Und es war eine etwas schlechte Idee. Es gab viel Wein und viel Bier. Und während des Films, während der Filmvorführung, mussten die Leute alle pinkeln gehen. Und die Stimmung war etwas im Eimer. Hinterher an unserer privaten Feier in der Paris-Bar weinte Oscar. Man hätte ihm alles kaputt gemacht, Oscar Röhler, Regisseur. Ja. Und es gab einige andere Krisen zu bewältigen und es wurde ganz schnell exzessiv und kam zum Äußersten. Exzessiv? Ja. Was heißt das in Berlin 2001 exzessiv? Ein Glas Sprudel fällt um oder ja, was? Nein, das keineswegs. Also es gab dann eben Wein und Bier als aktuelle Volksdroge. Und ich habe auch noch, was viel schlimmer ist, auch angefangen wieder zu rauchen, aber auch heute wieder aufgehört. Also ich warte jetzt auf Thrombose und eingeschlafenes Bein, sage ich zum Hypochonder. Ja, neigen Sie dazu? So, nein, eigentlich nicht, weil ich fürchte, dass man das beschwören kann. Wenn man zu viel an Krankheiten denkt, beschwört man sie und bekommt sie auch. Ja, haben Sie gesundheitliche Probleme? Nein. Doch, ich war in New York und das war ziemlich übel. Ich war an einem Tag der Twin Tower-Attacke in New York und konnte auch das ganze Geschehen leider von meiner Terrasse beobachten und ich dachte, ich sah einen Science-Fiction-Film, konnte es nicht glauben, wie alle anderen New Yorker es auch nicht glauben konnten. Sie dachten mir, es sei inszeniert oder eine neue Inszenierung für einen Actionfilm, an dem sie alle teilnehmen. Habe dann auch hinterher noch 3, 4, 5 Wochen die schlechte Luft einatmen dürfen. Also Asbest verseucht war, glaube ich, auch die ganze Luft. Also meine Freunde haben jetzt noch Bronchitis und müssen ihre Kleider verbrennen. Das hört man ja eigentlich alles nicht. Und ich konnte mich auch von den Bildern kaum erholen, weil ich kann mich heute noch nicht davon erholen, möchte ich sagen. Denn man muss bedenken, wie die Leute da aus dem obersten Stock gesprungen sind. Einfach in die Verzweiflung und in den Tod, aus Verzweiflung in den Tod. Und was man auch hier, glaube ich, nicht gelesen hat, es saßen auch Leute in den Stockwerken, bereits in den unteren Stockwerken und weinten und hatten nichts mehr an und hatten verbrannte Haut. Also das sind Dinge, die mich eigentlich gar nicht mehr, mich nicht mehr verlassen. Ja. Und dann in dieser Woche war ich dann wohl so verspannt und dann habe ich einen Shiatsu-Masseur mir ins Haus geholt, der auch ein selbsternannter Buddhist ist. Und der hat mich dann mit Ellenbogen und Fußtritten behandelt gegen die Verspannung und hat mir Schultermuskel abgerissen, die Rotationskapsel gesprengt und das Band abgerissen. Ich kriege den Arm nur noch so viel hoch, möchte ich sagen. Ich habe also bis jetzt auch von Schmerztabletten
und Schlaftabletten gelebt. Ja, wirklich? Ja, wird das, bleibt das? Oder? Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass sich das regeneriert. Also jetzt ist der akute Schmerz so langsam gekappt und ja, jetzt nehme ich sowas zur Wiederbelebung ein und muss unter Wasser Übungen machen. Und das ist bei dieser, da muss ich aber aufpassen, da wird wieder Missverständnis, wenn man sie ja, am Fenster damit, stehen das sieht macht und ja so mit der Linken nicht, ja, aber trotzdem, einmal schnell hingeguckt. Aber ich glaube, das ist nicht missverständlich. Im Gegenteil, es erregt Mitleid, dachte ich. Irgendwie. Ja, aber dann heißt, Job macht es auf behindert, um wieder ins Geschäft zu kommen. Warum nicht? Warum nicht? Also, ich weiß. Sie wissen dann, wie schnell das geht. Ich war ja in meiner alten Karriere, fühlte ich mich ja so behindert, dass ich umsteigen musste. Ja, was heißt das, als Modemacher? Ja, ja, ich fühlte mich als Modemacher irgendwie an meine Grenzen gekommen und in dem Management, was ja auch zu einer Firma gehört, missverstanden. Denn Mode ist heute ja nicht die Frage nach Herbstfarben oder Säumen oder Rocklängen, sondern es ist Kommunikation, ganz genau wie alles andere auch. Und wenn man da nicht eine Sprache sprechen kann, dann muss man es aufgeben. Und ich komme nochmal zu den Twin Towers zurück. Mir hat sich natürlich das Bild von Babylon, Turm von Babylon aufgedrängt und so sah es auch aus, wie das Bild von Bruegel. Dieses Skelett, was da plötzlich stand und deswegen hat es mich auch zu einer Äußerung verleitet, die auch von der Bild-Zeitung polemisch bis nach Amerika gebracht wurde, nicht von der Bild-Zeitung, sondern von der Agentur Reuters, glaube ich. Ich hätte mich gefreut darüber und ich hätte die Opfer verspottet. Also ich glaube, das kann wirklich keiner ein Ernstes sagen, aber ich meine, die ganze Bild-Zeitung kann man ja nicht mehr ernst nehmen im Moment. Als ich hier nach Deutschland kam, dachte ich, diese Zeitung ist ein Wischlappen der Nation geworden. Ich meine, ein bisschen Milzbrei und ein bisschen Nadel und ein bisschen Tagebuch von Verona oder umgekehrt. Ich dachte, ich bin nicht mehr zu Hause. Wirklich. Und es war vorher mein Lieblingsblatt, ernsthaft. Wirklich? Ja. Jeden Morgen kaufte ich mir als erstes die Bild-Zeitung, ja, ließ sie mir kommen. Da sah man ja nun dann wirklich die Tagesthemen schon voraus und ihr erlebtet ja wohl auch von den Informationen absolut, dieser absolut, Zeitung. Genau wie diese Zeitung von meinen Informationen, meine Lieblingszeitung in Amerika leben, National Enquirer and Star. Ich wollte nur sagen, das hat mich zu der Äußerung verleitet, zu sagen, ich traue nicht, dass das Symbol der Twin Towers nicht mehr steht. Denn ich habe nicht mehr von den Gebäuden gesprochen, sondern was sie symbolisierten, nämlich dass sie kapitalistische Arroganz symbolisierten. Und mein Nicht-Freund und Nicht-Kollege, aber der Bau-Tycoon aus New York, Donald Trump, sagte gerade kürzlich, ganz New York ist ein Symbol dieser Art von Haltung, dieser Art von Arroganz, immer höher, immer schneller, immer reicher. Nicht wahr? Ja. Und deswegen wurde New York und auch diese Gebäude Ziel dieser terroristischen Attacke, die wir kaum verarbeiten können. Und ich habe auch, das habe ich auch verleiten lassen, zu sollten Leute wie ich ja nicht, die sollten ja an die Sänger gehen und nähen, ne, oder sowas und nicht reden. So wie ich auch nicht möchte, dass Models sprechen. Es hat mich dazu verleitet, zu sagen, dass ich die solidarische Solidarität von Herrn Schröder, das Verlangen an uns alle für zweifelhaft finde. Und ich finde auch jetzt die Bereitstellung der Truppen für zweifelhaft, das möchte ich nochmal sagen, ich habe das eben gerade gesehen, dass ihr darüber gesprochen habt, denn morgen sagt Herr Busch, wir wollen nicht ein Jahr, wir wollen 10 Jahre, morgen sagt Herr Busch, wir möchten noch mehr und wir machen immer mit. Und wenn sie alle abgeschlachtet werden, und zwar von den wirklich fantastisch ausgebildeten Gruppe 055 der Taliban, das ist die härteste Terroristengruppe, die es überhaupt gibt, direkt ausgebildet von Bin Laden. Ich weiß nicht, ob unsere deutschen Jungs das überleben. Und ich habe jetzt schon Angst vor solidarischen Blutopfern. Das möchte ich jetzt ganz ehrlich machen, vor allem ernst, obwohl es hier eine spaßige Sendung ist. Nein, aber das ist ja durchaus auch der Raum dafür. Aber das ist natürlich, jetzt geht natürlich ja in Berlin, jetzt müssen Einzelgespräche geführt werden, um die Leute, die da nicht stimmen wollen, noch zu umzustimmen. Also es wird eine sehr, sehr heikle Situation werden. Aber wenn nochmal was ganz anderes, wenn Sie sagen, Sie ärgern sich so über die Zeitung und so, wenn da zum Beispiel steht, Job geliftet, ja? Ärgert Sie das oder ignorieren Sie das? Das stand ja nicht. Im Zusammenhang mit meiner Äußerung bekam ich einen Brief von einem Herrn aus Mannheim, ne? Und er sagte, deine perversen Auftritte in Monte Carlo und New York haben mich immer zum Kotzen gebracht. Wann kann ich dir endlich deine geliftete Fresse schlagen? Ich möchte jetzt mal ganz deutlich diese Narbe zeigen. Die ist vom Schlachter und nicht vom Chirurgen. Und wenn ich mich liften lasse, was ich bestimmt dann nicht nur beim Liften belasse, dann wird alles geändert. Was heißt das? Dann mache ich das wie Cher, verabschiede mich von allen, weil ich dann zu jung für euch bin.
Das heißt, noch mehr alles gespritzt und ja, ja, alles, Teile. Ja, da gibt es ja vieles heute. Ne? Ja. Ich meine, man muss sich ja nicht mit dem Schicksal einfach abfinden. Das Gegenteil von Natur ist Kultur. Hm? Ist es für Sie ein Problem, älter zu werden? Also ich glaube, für jeden. Nicht? Für jeden, weil irgendwie kann man das Auto, wenn man es aus der Garage holt, muss man es dann auch irgendwann mal neu abwischen und noch mal abschmieren lassen, bevor es wieder fährt. Also mit Behinderungen umzugehen, haben wir ja nicht gelernt. Ja, aber ich meine, es kann ja auch was Reizvolles haben, den eigenen Verfall zu feiern. Ja. Oder? Das geht noch länger. Ich glaube, für das Alter, jetzt sage ich mal etwas beinahe Weises, gibt es nur einen Triumph, das Nein. Einfach zu sagen, nein, danke, ich hatte das schon. Mehr das habe ich jetzt nicht ganz begriffen. Ja, man einfach alles, wo man noch mitmachen wollte, wenn man jung ist oder wenn man in unserem Alter ist, also vor dem Alter steht, da gehen wir noch gerne auf jede Einladung und machen alles mit und vergleichen uns mit anderen und wollen auch noch so doll und so jung sein wie unsere jüngeren Kollegen. Ja. Und ich finde, wir beide, wenn wir uns mit unseren Gleichartigen vergleichen, können noch ganz zufrieden sein. Absolut. Finde ich. Also die Natur hat noch nicht so zugeschlagen, nee, also dass wir jetzt die Ruinen betrachten müssen und davon Fotos machen. Das, nee, nicht, das ist noch nicht. Also ich habe wahnsinnig Glück gehabt, vor allem ich bin nur noch 13 Jahre jünger. Man sieht das nicht. Man sieht das nicht. Nein, nein, hier, hier, hier. Man sieht das nicht. Sie sehen wirklich. Alter. Nein, nein, deutlich jünger aus. Hier, wirklich, ein ganz anderer Typ. Bei mir, deswegen sage ich mir, also ich möchte eigentlich jetzt sozusagen das über Tabletten und so weiter. Ich bin so alt, fein. Ich bin älter, als ich mich, nee, ich bin, was soll ich sagen, ich bin jünger, als ich mich fühle, oder wie war das? Ich weiß, nein, Sie sind wesentlich jünger, als Sie im Pass stehen. Ja, ich sehe, das Gebäude sieht jünger aus, von neuer aus von außen, als es innen aussieht. Ja, aber, also wie gesagt, das die Fassade, die geht noch, wenn man so nein, sagt. Nein, nicht nur die Fassade, es ist ja der Spirit. Es aber ist ich ja meine, ich glaube, lieber Harald Schmidt, Sie wollen sich jetzt mit mir über Ihr Lieblingsthema Cura Publicum unterhalten. Wollen wir doch zu anderen Themen übergehen. Mein Lieblingsthema? Ja. Was glauben Sie, was es ist? Ja, das, naja, die Krankheiten, das Alter, all diese Dinge. Nicht? Nein, ich wollte über Ihren Film sprechen. Ja, dann wollen wir das mal tun. Ja, Sie sind so bescheiden. Ich war natürlich ein bisschen irritiert. Oder ein Geschenk zu bekommen? Nein, aber der Titel Suck My Dick lässt ja eigentlich an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, ja? Ja, hat wenn man das Englisch kann. Ja, das können ja die meisten. Ja. Ja? Hat Sie das irritiert? Nein, ich wollte nur Ihnen eigentlich davon abbringen, weil ich ihn etwas zu drastisch finde. Und ich werde immer aufgefordert, auch in Amerika ihn zu übersetzen, wo ich ihn nicht mal erwähne. Denn mir wollte Oscar Röhle, der Regisseur, immer einreden, das heißt so viel wie hau ab, aber da sagt man in Amerika fuck off. Und suck my dick heißt einfach suck my dick. Ja. Also, ich kann es auf Deutsch übersetzen, lutsch meinen Daumen. Wolfgang Job, heute Abend mein Gast und einen süßen kleinen Hund jetzt mit dazu. Wie heißt der Kleine? Das ist mein Doppelgänger, der heißt Wolfgang Job. Er ist von Freunden so getauft worden in New York. Er ist auch aus New York und da war ich gerade abwesend und da wurde ihm der Hund in die Hand, in einem Pet Store in die Hand gegeben und die wollten gerade zurückgeben und da kamen fremde Leute rein und sagten, oh, what's his name? And is it your dog? What a cute dog. Und er sagte, it's not our dog and we don't have a name for it. Er sagte, why don't you call him Wolfgang? Und das heißen nicht viele Leute in Amerika Wolfgang. Ja. Und die dachten, das ist ein Zeichen von oben, dem sie folgen müssen und haben den Hund gekauft. Und seitdem habe ich diesen Hund und der heißt nun mal in seinen Papieren Wolfgang Job. Aber Sie haben nicht wie Moos Hammer so eine Tasche oder nein, was? Nein, habe ich drei davon. Nein, drei? Reisen die immer alle mit? Drei. Nur einer ist heute mitgereist. Die anderen beiden sind in Potsdam gerade. Aha. Und der eine kriegt eine Frischzellenkur, um so ein altes Thema zu droppen. Sie spielen einen Psychiater in diesem Film. Ja? Und wir zeigen gleich mal einen Ausschnitt mit Edgar Selge, fabelhafter Schauspieler. Ja. Ja. Es war für mich wirklich sehr, sehr schwer, wenn ich das noch schnell sagen darf. War das Ihre erste Rolle? Nein, ich habe das wie Marlene gemacht. Ich habe erst mal drei schlechte Filme gemacht in den 80er Jahren. Und Marlene bezeichnete man damals in Berlin als Kassenkiller und Trampel. Und bis er von Sternberg kam und der machte aus ihr die Dietrich. Also ich habe auf meinen Sternberg gewartet, den ich jetzt als Oscar Röhler bezeichnen kann. Ja, und das ist. Aber ich möchte noch eines sagen, ganz schnell. Ich bin trotzdem ein Laie und ein Dilettant
und musste auf einmal gegen wirklich die deutschen Stars antreten, ohne Coaching und ohne wirklich Vorbereitung, außer Lampenfieber war da nichts. Wir zeigen einen Ausschnitt jetzt. Sie spielen einen Psychiater, der therapiert Edgar Serge, der ein Problem hat, weil sein Penis ist weg. Ist das so? Ja. Warum ist der weg? Abgefallen? Oder? Ginny kommt zurück aus der Flasche, der alte Flaschengeist von früher, die immer so nickte und dann ihrem Captain alles gemacht hat, den Haushalt und wahrscheinlich auch noch den Dick gesackt hat, was man ja nicht gesehen hat damals, aber heute würde man es vielleicht so drehen. Ist ja noch in Amerika in einigen Staaten verboten, ja, Oralsex, nicht wahr? Zu Recht, finde ich auch. Brauchen auch verboten, alles verboten. Gott sei Dank kommen wir endlich zu den richtigen Zeiten wieder, auch in Deutschland, wo auch bald alles verboten ist. Finde ich wirklich in Ordnung. So, Ordnung muss sein. Jetzt zeigen wir also diesen Ausschnitt hier. Wie gesagt, also der Partner lässt sich therapieren, weil der Dick ist weg, aber Herr Job weiß Hilfe. Wollen Sie mich jetzt zu Ihrem Komplizen machen? Gesetzt den Fall, ich lasse mich darauf ein. Was wollen Sie mit ihr tun? Mit ihr ins Bett gehen? Was soll ich denn tun? Auf jeden Fall wird sie mit Ihnen ins Bett gehen wollen. Das weiß ich. Außerdem steht sie auf große Schwänze. Das weiß ich auch. Ich war schließlich mit ihr zusammen. Oh mein Gott. Dieses Ding hier. Bringen Sie es zum Einsatz. Mehr kann ich in dieser Angelegenheit nicht für Sie tun. Was soll ich damit? Mein Gott, stellen Sie sich nicht so an. Ja, was soll ich denn damit? Mein Gott, stellen Sie sich nicht so an. Wenn Sie mit ihr schlafen, machen Sie das Licht aus und werfen Sie heimlich dieses Ding an. Wenn Sie geschickt sind, merkt sie das gar nicht. Das Licht aus? Wahrscheinlich wird sie selbst das Licht ausmachen. Sie ist mich unheimlich verklemmt. Verklemmt? Wie meinen Sie das? Was soll das ganze Theater überhaupt? Zu drücken mir hier so ein Ding in die Hand? Ich meine, was soll das? In Ihrer Lage wäre mir jede Prothese nur recht. Aber wenn Sie es nicht wollen, dann lassen wir das. Die Stimme, das hat man ja so eigentlich noch nie gehört. Diese Stimme. Ja. Auch Marlene, ich komme auf Sie zurück. Hätte die große Karriere nicht machen können, wenn sie noch im Stummfilm gearbeitet hätte. Der Tonfilm kam mir sehr zugute. Ja. Und jetzt kommt mir auch der Tonfilm, glaube ich, ganz zugute. Das erste Mal habe ich Kapital aus meiner Stimme machen können. Geht es für Sie jetzt weiter als Schauspieler? Oder ja, ich habe schon eine zweite Rolle gedreht. Ich heiße Dr. Goldstein, habe da dunkles Haar, habe da die Schröder-Tönung auf dem Kopf. Und Schröder-Braun. Kann es sein, dass Ihr Hund mich nicht mag? Nee, doch. Er ist nervös. Ich habe was Wunderschönes zu sagen. Dieter Bohlen hat mal einen Fototermin in Monte Carlo gemacht, da waren die Hunde. Und da hat hinterher, glaube ich, bei Ihnen hier gesagt, ich war bei dem Job, die Hunde sind so kamerageil, hat er gesagt. Und ich glaube, er sucht die Kamera. Wahrscheinlich. Ja. Ja, aber gut, das ist eben natürlich ein Hund, der so viel Show... Worüber hatten wir uns unterhalten? Ich habe es vergessen. Über die Parallelen zwischen Ihnen und Marlene Dietrich. Ja, also die Stimme kam zum Einsatz. Und was ich vorhin noch sagen wollte, das habe ich auch vergessen. Ich glaube, es ist eigentlich momentan... Sie müssen ja auch noch weg heute Abend, ne? Ja, ich kann noch was über den Hund erzählen, die Anekdote. Warte, ich werde rausschmissen. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte nur nicht unhöflich sein. Und weil Sie haben doch bestimmt einen Slot, oder? Auf dem Flughafen? Sie haben Nein. Einen Slot. Nein? Nein? Sie können starten, wann Sie wollen? Ja, in diesem Falle. Das ist so ein kleines Lufttaxi. Nicht? Aha. Damit ich das alles heute unter Dach und Fach kriege. Aber wenn ich gehen soll, dann gehe ich auch. Nein. Aber wenn ihr wollt, erzähle ich noch eine schöne Geschichte von einem Hund. Und zwar auch eine etwas pornografische vielleicht. Ja, bitte. Wolfi sollte Papa werden. Und da er an ein Stoffschwein gewöhnt ist, mit dem er exzessiven Sex hat, hat er die Hündin einfach nicht richtig erkannt. Er wollte sie von der falschen Seite bedienen. Und also ging mein Chauffeur mit dem Stoffschwein zum Tierarzt und wir hatten uns entschieden, eine In-vitro-Befruchtung zu machen. Also eine künstliche Befruchtung. Und das Stoffschwein wurde hingelegt und Wolfi kam zum Äußersten. Und der Chauffeur musste handgreiflich werden und masturbieren. Und bei dem Hund? Bei dem Hund, ja. Ist das nicht schrecklich? Das hätte ich als Hundebesitzer und Hundeliebhaber nicht gemacht, ehrlich gesagt. Also es war ein wirklicher Opfergang. Und, aber die künstliche Befruchtung klappte am ersten Tag auch, aus welchen Gründen auch, es musste wiederholt werden. Und die ganze Prozedur dauerte dann nochmal 3 Stunden. Und jetzt ist er nicht nur in sein Stoffschwein verliebt, sondern auch in Jürgen, den Chauffeur. Schönen Dank.
Danke. Alles Gute. Bleiben Sie sitzen. Ich bringe Sie gleich raus. Ja. Danke. Wolfgang Jung, meine Damen und Herren, das war's heute. Morgen Abend bei uns zu Gast H.P. Kerkeling. Schönen Dank, bis morgen. Gute Nacht, tschüss.